Viele meiner Schüler fragen sich immer, jetzt habe ich mir die ganzen Techniken und Rudiments drauf geschafft, also angeeignet, aber was soll ich jetzt damit anfangen? Und in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr mit den Flams bzw. deren Rudiments arbeiten oder jammen könnt. Aber ganz besonders auch auf die richtige Technik eingehen. Kurz für die, die es noch nicht kennen, wie man Flams richtig spielt. Also der Flam ist ein einfacher Vorschlag. Das bedeutet, wir haben vor dem Hauptschlag nur einen Vorschlag. Es gibt auch zwei Vorschläge und die nennt man dann Drags. Da kommt aber ein separates Video dazu. Die meisten erklären einen Flam immer so, dass man mit einer Hand in dieser Höhe und mit der anderen Hand in dieser Höhe ausholen soll und dann beide Sticks einfach fallen lassen soll. Im Prinzip richtig, nur wenn es schneller oder auch im Wechsel mit beiden Händen gespielt werden soll, haut das nicht mehr hin und klingt einfach kacke. Deshalb schauen wir uns mal die Bewegungen für einen Flam an. Die rechte Hand spielt eine Down-Up-Bewegung und die linke Hand eine Up-Down-Bewegung. Und wenn wir die Upstrokes jetzt als Vorschläge denken, haben wir sauber gespielte Flams und eine nachvollziehbare Bewegung mit beiden Händen. Und nichts ist geschätzt, was immer kacke klingt. Für die Flam Rudiments brauchen wir aber noch eine weitere Technik, und zwar die Dreierschläge. Ich erkläre sie euch mal anhand eines Flam Taps. Und zwar, wenn wir Double spielen, haben wir immer zwei Schläge pro Hand, die so ausgeführt werden. Das heißt, das Wichtigste ist, nach dem ersten Schlag nochmal auszuholen. Das machen die meisten eben nicht. Deshalb klappen die Doubles oft auch nicht. Zum Verständnis, spielt mal nur mit den Händen hier auf der Brust Double Strokes. Also immer rechts, rechts, links, links. Also ich muss zweimal ausholen und wir haben auch immer zwei verschiedene Ausholtempos. Also rechts zum Beispiel ist immer schnell, langsam, schnell, langsam, schnell, langsam. Es ist schnelle Bewegung, langsame Bewegung, schnelle Bewegung, langsame Bewegung, schnelle Bewegung, langsame Bewegung. So, wenn es jetzt aber schneller wird, benutzt man die sogenannte Klapptechnik, indem man mit dem Daumen den Input gibt, der Stock dreht sich vorne zwischen Daumen und Zeigefinger und ich öffne hinten meinen Finger und hole ihn für den zweiten Schlag auch wieder mit den Fingern zurück oder wieder nach unten. Und jetzt kommt's, danach spielen wir noch einen Upstroke, denn ein Vorschlag ist immer ein Upstroke. Dann schaut das Ganze so aus. Und diese Bewegung brauchen wir bei vielen Flam Rudiments, wie zum Beispiel dem Flam Accent oder den eben erklärten Flam Tap oder Flam Paradiddle. Ich habe euch mal ein Blatt mit den ganzen Flam Rudiments zusammengestellt und das könnt ihr euch auf meiner Tippi-Seite herunterladen. Der Link ist unten in der Beschreibung. So, nun kommen wir zum spaßigen Teil, das Anwenden der Flams bzw. Rudiments. Doch bevor wir anfangen, sollte dir das Video bis hierhin gefallen und auch weiterhelfen, lass doch ein Abo, ein Like und einen Kommentar da, so unterstützt du mich und meine Videos werden mehreren vorgeschlagen, was uns allen was bringt. Natürlich gibt es da zahlreiche Möglichkeiten, Fills mit Flams zu spielen oder anzuwenden, aber hier mal ein paar einfache praxisorientierte Beispiele zum Üben.
Und hier mal welche mit dem Flam Rudiments. Wenn du jetzt noch weitere Fill-Ins, Variationen, Ideen oder bestimmte Techniken suchst, schau dir meine vorgeschlagenen Videos dazu mal an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.